Jo moin, willkommen zu einer neuen Folge FIFA 21. Und schon mit der ersten Nachricht. Arsenal ist an Inter herangetreten. Genau, ich wollte einen Kracher Innenverteidiger haben. Da steht die Free auch drauf. Müssen wir mal schauen, was unser Budget sagt. Genau, ihn hatte ich mir ausgesucht. Und ihn wollte ich schon immer verpflichten, eigentlich irgendwo in den Spielen. Sergiño Test beobachte ich mal. Und 29 ist mir zu alt. Und da hat man die Hoffnung, dass der sich noch entwickelt. Gut, dann machen wir erstmal gar nichts. Wen sollen sie mit die Free verhandeln? Das nächste Spiel ist gegen AC Milan. Ein Leihangebot. Erhalten Angebote, Spieler anbieten, tauschen. Okay. Für FC Sevilla. Puh, das ist halt die Frage, ob der da zum Einsatz kommt, ne? Wir nehmen erstmal an. Weil wir wollen ja schließlich, dass die Spieler sich entwickeln. Ich würde schon gern vorrangig auf englische Spieler setzen. Hier gehen wir mal in die normale Simulation. Na, ob sie Ibrahimovic mitgenommen haben. Das zweite Spiel in der Gruppe läuft. Das ein oder andere Highlight haben wir ja schon gesehen im Wettbewerb. Mal sehen, ob es heute so weitergeht. Vielversprechender Okay. Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Guter Pass jetzt. Bruno Fernandes. Ganz wichtig, da muss er hin. Gibt Einwurf für Manchester United. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Und da verlieren sie den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Rashford. Jetzt Matic. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Sehr schön, erstes Tor. Manchmal sieht es aber auch so ein bisschen ideenlos aus auf diesem Bildschirm. Dass die nicht wissen, ah, wo sollen wir hin, was sollen wir machen. Ballverlust United. Guter Pass jetzt. Samu Castillejo. Klasse vom Verteidiger. Er blockt die Flanke ab. Schön. Erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Sehr schön. Ist abseits. Na gut. Da hat das Timing nicht gestimmt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Oh oh. Hernandez. Halilovic. Da kommt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Bruno Fernandes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das hier so sieht, dass der Weg nach vorne einfach ein bisschen zu lange dauert. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da wäre eigentlich schon mein Wunsch, mit ein paar Zügen weniger zum Ziel zu kommen. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer.
Rebic. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Jetzt kann da was entstehen. Ganz stark abgeblockt. Halbzeit. Ich gehe mal ins Teammanagement. Ah, hier kommt raus, hätte ich beinahe gesagt. Geht gar nicht, weil wir keinen Ersatz haben. Schon mal schlecht. Ach komm. Sind ja die Vorbereitungsspiele, da dürfen wir ja sowieso ein bisschen mehr auswechseln. Fortsetzen. Manchester United wird alles versuchen, diese Führung in der zweiten Hälfte zu verteidigen, wenn nicht sogar noch auszubauen. Ich denke, in der 60. oder so bringen wir James Vardy. Schönes Anspiel. Ja, Jamie Vardy. Jede Menge Platz auf dem Flügel. So, und da jetzt Schlange irgendwo Richtung Tor gehen können, dauert mir ein bisschen zu lange. Da muss ich gucken, ob ich in der Taktik was umstellen kann. Aktion, gut geklärt. Ante Rebic. Milan auf außen, aber nach hinten eigentlich sehr gut sortiert, wenn man das sieht. Das passt auf jeden Fall. Klarer Fall, Ball ist immer aus, gibt Abstand. Zwei Auswechslungen tätigen. James und Vardy. Bailly. Am Ball Bruno Fernandes. Wir sehen hier gleich den Wechsel. Ja, dürfte, wenn wir das Ding jetzt gewinnen, dann sind wir in diesem Vorbereitungsturnier eine Runde weiter, wenn wir unentschieden spielen. Ja, damit könnte ich auch leben, ne? Davide Calabria. Das könnte was werden. Das könnte die Gelegenheit geben. Eieiei. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Der AC Mailand bekommt den Einwurf. Abgefangen, gut gemacht. Shaw. Klasse Aktion da. Shaw. Na, Durchschnittswert von 6,5 da. Fällt mir irgendwie nicht so. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf. Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe. Und ich schau mal. Da hätten wir auch noch jemanden. Passsicherheit. Minus 4, weil es wahrscheinlich nicht seine Position ist. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Wird es hier noch mal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. So, und jetzt müsste es eigentlich relativ schnell nach vorne gehen immer. Aber Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Das gefällt mir nicht ganz so. Einfach weg. Das ist auch schon mal sehr schlecht. Aber es ist zweckmäßig. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, weil man sich in der Premier League ja mit diesen, mit den besten Trainern misst, ne? Mit Kloppo, Guardiola, Mourinho. Sehr schön. 1-0. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Ja. Training ausruhen bis zum nächsten Spiel. Das machen wir mal so weiter. Scout. Ja, gut. Keine Chance. Schön, dass Barcelona Interesse hat.
Da müsste man eher davon ausgehen, dass die Spieler weggeben und nicht neue kaufen. So, Williams ist ausgeliehen. Schauen wir mal. Chris Smalling. Wir machen einfach erstmal weiter, aber ich denke, das werden wir schnell simulieren. Und sehen uns einfach das Ergebnis an. 2-0. Martial. Matic raus, Van de Beek rein, Rashford. Die hatten keine Möglichkeit, bei uns aufs Tor zu schießen. Wir hatten 4 Chancen, 2 Tore. Ich denke, das ist okay. So, dann müsste es auch das erste Geld gegeben haben. Da sind die nächsten Berichte. Interesse an Alaba. Den hatte ich mir auch ausgesucht, da wir einen auf der Innenverteidigerposition verpflichten möchten. Und in echt gibt es auch dann ein ewiges Hin und Her. Und warum sollte man das nicht machen? Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo ist er denn? Da ist er, David Alaba. Den Vorteil könnte sogar links aushelfen. Ja. Wir machen das. Vielleicht kriegen wir den sogar unter Marktwert. Sein Vertrag läuft ja aus. Wäre ein, glaube ich, auch realistischer Transfer. Das könnte funktionieren. Wir bieten mal 32 Millionen. 37,2 hätte er gerne. Ja. Sehr schön unter Marktwert und wir können, vielleicht entwickelt er sich bei uns. Also ein ganz klein bisschen. So. Na, dann lass uns mal 4 Jahre machen. Schön, bei der Kohle weiß er nicht. Wir bieten mal 130 an. Nimmt an. Das stand ja bei Bayern zur Debatte. Ja, dann haben wir da auch schon wieder aufgerüstet. Jawohl, Alaba. Das Tolle ist, wie gesagt, links, das gefällt mir sehr gut. Da werde ich ihn wahrscheinlich auch hier und da einsetzen. Assistenztrainer. Wir möchten ihn Entwicklung Markus Rashford zufrieden sein. Unserer Meinung nach ist er bereit, seine Position wie besprochen zu wechseln.
Perfekt. Das würde bedeuten, wir können in dem Punkt offensiv gehen. Und ich möchte unseren Neuzugang auf jeden Fall testen. Links. So. Hier bei Position steht es bei ihm noch gar nicht drin. Bei Marcus Rashford. Da hatte ich linke Flanke zugeteilt. Das schaue ich mir nochmal an. Entwicklung abgeschlossen. Ah, okay. Und Lingard hatte ich rechts oben. Na gut, dann war es das erstmal hier mit der zweiten Folge. Lasst einen Daumen und ein Abo da und schreibt gerne in die Kommentare, wen wir noch verpflichten, Formationsvorschläge etc. Und tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.